Antikriegsradio wie jeden dritten Sonntag im Monat. Ich bin im Gespräch mit Brigitte Kiechle. Brigitte Kiechle ist Rechtsanwältin hier in Karlsruhe. Nicht nur das, sie ist Spezialistin für den Bereich Kurden, Kurdistan und die kurdische Bewegung. Das ist sie seit vielen Jahren. Sie hat mehrere Bücher geschrieben auch zu diesem Thema. Sie hat mehrfach die kurdischen Gebiete bereist, sowohl in der Türkei als auch im Irak und kennt sich dort hervorragend aus. Frau Kiechle, jetzt ist es so, dass in den letzten Jahren die kurdische Partei gewonnen hat und deswegen die Landesregierung quasi stellt für den Bereich Nordirak. Ich weiß, ich drücke mich da wahrscheinlich sehr unpräzise aus. Die haben ein Ölfeld und die haben eine boomende Stadt. Ansonsten gibt's dort kaum Landwirtschaft und kaum Industrie. Wovon kann man leben in diesem Bereich und worauf setzt diese Landesregierung? Wie wollen die sich entwickeln? Vielleicht, um da noch ein bisschen auszuholen, um das zu erklären. Der Krieg der USA und ihrer Verbündeten 2003 war ja zu Recht benannt worden als ein Krieg ums Öl. Und es ging darum, Zugriff auf die weltweit mit größten Öl- und Gasvorkommen im Irak zu bekommen. Und vor allem, die Ölfelder sind ja verstaatlicht, die ganze Öl- und Energiesektor, zu erreichen, dass dieser Sektor privatisiert wird. Das ist in der Vergangenheit, also in den letzten Jahren, bis jetzt so nicht gelungen. Es gab auch sehr viele Kämpfe der Arbeiter in der Ölindustrie, die sich vehement gegen diese Privatisierung ausgesprochen haben. Das heißt, der irakische Staat kontrolliert bisher Preise, Ölverkäufe und so weiter. Dann hat sich nach diesem Krieg mit Unterstützung der USA und der Kriegsparteien im Nordirak ein Teil dessen Gebietes, was die Kurden für sich beanspruchen, ein autonomes Regionalgebiet herausgebildet mit einer eigenen regionalen Regierung. Allerdings sind natürlich die Parteien in den kurdischen Gebieten auch im Parlament in Bagdad vertreten und auch der Staatspräsident wurde bisher durch einen kurdischen Vertreter gestellt. Das heißt, diese kurdische Region ist nach wie vor, bis jetzt zumindest, Teil des Staates Irak. Richtig ist, dass Haupteinnahmequelle auch in den kurdischen Gebieten für die Regionalregierung Erlös aus den Ölverkäufen ist. Da gab es ein Arrangement zwischen der kurdischen Regionalregierung und dem Parlament in Bagdad. 17% des Gesamterlöses wurde von Bagdad sozusagen an Erbil, die Hauptstadt in diesem kurdischen Gebiet, überwiesen. Allerdings gibt es da seit Jahren Probleme, weil es eigentlich gar keine klare Haushaltspolitik gibt und nicht ersichtlich ist, für was ganz konkret diese Gelder eigentlich verwendet werden. Es gibt gleichzeitig, seit es diesen Krieg 2003 gegeben hat, eine Diskussion, wie groß dieses kurdische Regionalgebiet eigentlich sein soll. Es gibt umstrittene Gebiete. Und dazu gehört insbesondere Kirkuk und die ganzen Öl- und Gasfelder um Kirkuk herum als ein Beispiel, die wirtschaftlich von Bedeutung sind und von denen die kurdische Regionalregierung natürlich weiß, nur wenn diese Gebiete zur kurdischen Regionalregierung gehören, dann gibt es auch eine Möglichkeit, die ja immer in den Köpfen vorhanden war dort, einen eigenen kurdischen Staat zu bilden im Nordirak. Jetzt gab es eine Situation, um die geht es ja aktuell, in dem Kämpfer der ISIS Mosul eingenommen haben im Irak und große Teile des Zentralirak besetzt haben und ihre Kontrolle gebracht haben. Und gleichzeitig mit diesem Zeitpunkt haben Kämpfer der kurdischen Regionalregierung Kirkuk besetzt, eingenommen und auch die entsprechenden Ölfelder und diese Region besetzt.
Die Situation verschärft sich für eine Bevölkerung, der sowieso nicht besonders gut geht. Die ISIS ist ja eine islamistische Gruppierung, die als Abspaltung von Al-Qaida früher nach dem Krieg 2003 im Irak zunächst entstanden ist und sich dann später im Zuge des Syrienkrieges erstmal so richtig stark entwickelt hat und die ja bereits im Frühjahr dieses Jahres einige Städte im Irak eingenommen hat. Die Auseinandersetzung läuft also schon früher. Mit der Einnahme von Mosul hat es natürlich eine andere Dimension, Millionenstadt. Über 500.000 Menschen haben die Stadt fluchtartig verlassen, hauptsächlich christliche Bevölkerung und auch Turkmenen. Die ISIS wirkt ja vor allem durch ihre Schreckensbotschaften, dass sie Frauen vergewaltigt, Leute köpft, Leute zwingt, die Religion zu wechseln und führt natürlich ein richtiges Schreckensregime ein. Die Zahl der Flüchtlinge aus Mosul hat zunächst mal, zwar wurde in der Presse erwähnt, hat aber zu keiner größeren Aufschrei eigentlich geführt. Viele dieser Flüchtlinge sind in die Gebiete von Sinjar gegangen, andere auch gleich Richtung der von der kurdischen Regionalregierung verwalteten Gebiete und bis nach Christen zum Beispiel bis nach Erbil gegangen. Die Kämpfer von ISIS haben dann begonnen, offensichtlich um das ganze Grenzgebiet zu Syrien einzunehmen, eben auch die jesidisch bewohnten Gebiete anzugreifen. Und das hat dann nochmal zu einer Fluchtsituation geführt, weil dann die Leute, die schon aus Mosul geflüchtet waren und jetzt noch zusätzlich die Leute aus der Region betroffen waren, die dann fluchtartig sich in die Berge zurückgezogen haben. Wobei Berge sind sehr kahle, steinige Berge, da gibt's also weder größer Wasser noch Wälder oder sowas. Und zurzeit ist es unheimlich heiß dort, also das wird über 45 Grad, also einfach um die Bedingung zu benennen. Das Erstaunliche bei der Sache war, dass die Kämpfer der KDP, die also ja vorher noch Kirkuk auch eingenommen hatten und die dort auch Waffen aus US-amerikanischen Beständen ebenfalls erbeuten konnten, dass die sich, als die ISIS Sinjar und das Jesidengebiet angegriffen hat, zurückgezogen hat. Offensichtlich gab es entsprechende Ansagen an die Soldaten, an die Kämpfer. Und es gab dann die Situation, dass dann Einheiten der JPG, also der aus Syrien, Gruppen der PID dort, also Kämpfer, die mit dem PKK in Verbindung stehen, PKK-Kämpfer aus der Türkei und aus dem Kandilgebirge im Irak gekommen sind. Und die haben dann insbesondere Schutz der jesidischen Bevölkerung organisiert, haben einen Fluchtkorridor freigekämpft und Zehntausende von Geflüchteten aus den Sinjar-Bergen zunächst mal nach Rojava, Syrien gebracht und dann teilweise wieder zurück. Das, was die Presse jetzt berichtet, dass irgendwelche kurdischen Kämpfer da besonders aktiv geworden sind, ist so einfach nicht richtig, sondern das muss man schon genau bestimmen. Es waren im Wesentlichen, und das bestätigen auch die Flüchtlinge, eben die Leute von der JPG aus Rojava mit Unterstützung, die diesen Abwehrkampf geleistet haben. Und dann ist natürlich deutlich zu machen, dass diese ISIS-Kämpfer, die sind ja nicht aus dem Nichts entstanden, sondern sie kämpfen ja, seit es den Syrienkrieg gibt, in Syrien gegen das Assad-Regime, haben sogenannte Zonen freigekämpft, die sie unter Kontrolle haben. Und das, was jetzt ausgerufen wurde als islamisches Kalifat, das bestand ja früher in der Form ja auch schon in Syrien, mit hauptsächlichen Angriffen auch auf die
von der PID kontrollierten Gebiete in Rojava, das heißt also in den kurdischen Gebieten Syriens, wo sozusagen ein dritter Weg eingeschlagen wurde gegen Assad, aber auch gegen die sogenannte Opposition, weil die eben hauptsächlich zumindest in den letzten Monaten nur noch aus den islamistischen Verbänden der Al-Nusra-Front und ISIS bestanden hat und deren Ziel es vor allem war, dort Jesiden und Kurden zu bekämpfen. Eine Vielzahl jesidischer Dörfer wurde von ISIS in Syrien niedergemacht und das ist in keiner Stellungnahme hier in den Zeitungen, es war nirgends irgendwo ein Vermerk wert, denn wir haben ja da die Situation, dass genau die verbündeten Länder wie Katar und Saudi-Arabien zu den Unterstützern dieser Gruppierungen gehören und die ISIS-Kämpfer und auch die Al-Nusra-Kämpfer auch logistische Unterstützung aus der Türkei, NATO-Land Türkei, bekommen haben. Das heißt, bis vor kurzem ging die sogenannte westliche Wertegemeinschaft, das in Anführungszeichen, offensichtlich davon aus, dass diese Kämpfer noch zu den Guten gehören und Unterstützung bekommen können. Und deshalb ist natürlich zum Teil die Stellungnahmen, die es jetzt gibt von nicht nur Politikern in der Bundesrepublik Deutschland mit dieser Doppelmoral sozusagen eigentlich unerträglich. Der Herr Gabriel ist furchtbar empört und sagt um Gottes Willen bloß keine Kriegswaffen ins Kriegsgebiet. Die Frau von der Leyen, nicht Kriegsministerin, sondern Verteidigungsministerin, sagt, nein, Unterstützung muss da schon sein, es muss halt ziviler Art sein und man müsste da schon was machen. Und ein Herr Steinmeier ist der Auffassung, ja, das, was die ISIS da an Verbrechen macht, das geht so gar nicht. Sie haben gerade eben von Doppelmoral gesprochen. Ich frage mich, läuft es darauf hinaus, dass Bundeswehrsoldaten in das Gebiet geschickt werden? Ob das daraus hinausläuft, weiß ich nicht. Es geht doch in erster Linie darum, dass der Kampf gegen die ISIS-Verbände ja jetzt nicht mit Waffenlieferungen an die kurdischen Regionalregierung im Irak laufen kann, sondern der Kernpunkt wäre doch, zunächst einmal die Unterstützung für ISIS, die ja nach wie vor läuft. Ja, gerade die Bundesregierung hat ja Waffen geliefert an Saudi-Arabien und Saudi-Arabien ist Unterstützer dieser Kräfte in Syrien. Und ein Großteil dieser Waffen kommt ja in Syrien zum Beispiel zum Einsatz. Also der Punkt wäre doch als erster zu fordern, dass die Bundesregierung, die Regierungen der EU und auch die USA, die Unterstützung des NATO-Partners Türkei in dieser Frage einstellt und zwingt, die Unterstützung von ISIS dann einzustellen und auch Druck auf die Verbündeten Katar und Saudi-Arabien ausübt. So, das wäre doch der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre, dass das Embargo insbesondere gegenüber den Kräften in der Region, die sich gegen ISIS stellen, und das sind die Kämpfer, die mit der PKK verbunden sind, das sind die, die die Bevölkerung, die Christen, die Jesiden, insbesondere in den syrischen Gebieten bisher von den Angriffen der ISIS verteidigt haben. Dass das Embargo gegen die Region Syrien aufgehoben wird, dass die Grenzen für Hilfslieferungen nach Rojava von der Türkei geöffnet werden und auch von Seiten des Irak, also von der kurdischen Regionalregierung. Das sind die Punkte, die im Moment als erstes anstehen. Und dann kommt natürlich als nächster Punkt hinzu, dass dann natürlich medizinisches Gerät, humanitäre Hilfe, Babynahrung, all das, was seit langem gebraucht wird in der Region, dass das natürlich geliefert werden soll. Nur bis jetzt hat selbst Medico international Schwierigkeiten, Medikamente zum Beispiel nach Rojava zu liefern. Und da sind sehr, sehr viele jesidische Flüchtlinge zum Beispiel aus Syrien, die dort Schutz gesucht haben. Aber da wird nicht geliefert, weil ja die PKK wiederum auf der Terrorliste steht. Insofern wäre im Moment eigentlich auch zu verbinden, die Forderung, PKK-Verbot aufzuheben und die Listung aufzuheben. Das gehört natürlich zusammen. Und dann wäre darüber nachzudenken, wie die
Situation in der Bundesrepublik der Umgang mit den ISIS-Leuten selber ist. Die PKK ist in der Bundesrepublik Deutschland verboten, wie die Bundesregierung vor kurzem auf eine Anfrage von Ulla Jelpke bestätigen musste. Ist ISIS in der Bundesrepublik Deutschland nicht verboten. Auch die Fahne von ISIS führt nicht zu einem Eingreifen der Polizei. Und wir haben in den letzten Wochen erstaunlich viele Angriffe von ISIS-Sympathisanten, die also Fahnen raushängen, die provozieren, wenn es zu Protesten jetzt der jesidischen Bevölkerung kommt, die Angriffe, die Flüchtlinge aus Syrien angegriffen haben und so weiter. Und die Polizei einerseits sagt, da können wir nicht eingreifen, denn die Fahne der ISIS ist nicht verboten. Oder die Sachen einfach runterspielt, indem sie sagt, es geht um Konflikte zwischen Flüchtlingen. Das wird der ganzen Auseinandersetzung in dieser Form nicht gerecht. Frau Kiechle, vielen Dank für das Interview. Weitere Informationsquellen sind zu finden, dort, wo auch der Beitrag noch im Internet zu finden sein wird, nämlich unter www.freie-radios.net. Da ist dieser Beitrag hinterlegt. Einfach suchen und finden mit Antikriegsradio Kiechle und weitere Informationsquellen und Links zum Anklicken finden.